Pickup-Time! Ich habe etwas mitgebracht. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Pickup-Time-Folge. Ja, es ist schon eine Weile her, ungefähr 3 Monate, dass ich mal wieder so ein paar Pickups gezeigt habe. Und dazu muss es ja auch einen Grund geben und den gab es jetzt. Ich war mal wieder mit meinem besten Kumpel The Shadows Knows on Tour und wir sind nach Heerenveen gefahren in die Niederlande. Und zwar nach Friesland. Das ist also nicht mehr so weit von der Nordsee weg. Und von ihm aus ging die Tour nochmal so 3 Stunden ein Weg, sodass wir da recht früh aufstehen mussten, aber es hat sich gelohnt. Ich habe zwar diesmal kein Videomaterial so von der Location. Wenn euch interessiert, wie das da aussieht, dann müsst ihr euch das Pickup-Video vom letzten Jahr anschauen, wo ich schon da war. Denn da hat sich so nichts geändert, außer dass es eben jetzt neue Ware zu kaufen gab. Und ich zeige euch mal, was ich da so ergattert habe. Ich werde das aber so machen, dass ich mit den PlayStation-Sachen anfange, bevor ich zum Commodore Overkill komme, weil da gibt es so einige Sachen und da will ich aber die Kamera umbauen, weil es sind viele Tapes und das sieht man, glaube ich, dann besser, wenn ich das hier vor mir irgendwie auf dem Tisch ausbreite und mal sehen, wie wir das machen werden. Aber ich beginne jetzt einfach mal mit der PlayStation-Sache. Von PS1 bis PS3 sind Sachen dabei. Und ich starte mal mit dem PS1-Game. Ich muss mal schauen, ob entweder seht ihr dann irgendwie Screenshots oder ein bisschen Gameplay. Muss ich mal gucken, wie ich da Lust habe. Und das, was ich mir da geholt habe, für 2,50 Euro habe ich bezahlt, ist Demolition Racer aus so einer Best-of-Reihe. Ich hoffe, man kann das hier so einigermaßen sehen. Und da demoliert man gegenseitig seine Autos und ich bin aber mal gespannt, wie das mit dem Schadensmodell an der PS1 aussehen soll. So detailliert kann die ja eigentlich gar nicht sein, aber ich lasse mich da mal überraschen. Auf jeden Fall ist alles drin und es ist in einem guten Zustand. Mal gucken, ne, wie das Spiel dazu ist. Das war das einzige PS1-Game, wie gesagt. Dann kommen wir zu PS2. Das war alles in so einem Grabbelkorb mit drin. Und ich habe jetzt von dieser Art Games noch keins mal so irgendwie für eine Konsole. Das nächste, was ich mir hier geholt habe, ist Worms Blast. Ich hoffe, man kann das da so einigermaßen sehen. Und da muss man ja irgendwie sich oben befindliche verschiedenfarbige Kugeln abschießen. Und mit einer Kanone aus der Kugeln dann unterschiedlicher Farben kommen. Und da müssen die halt immer irgendwie zusammenpassen und dann löst sich der obere Teil auf. Und das ist jetzt aber hier mit den Worms als Hauptdarsteller sozusagen. Und es ist ja auf Französisch und auf Niederländisch geschrieben, deswegen kann ich euch da nicht so viel zur Beschreibung sagen. Es ist auf jeden Fall alles drin und das Ganze ist in einem Top-Zustand. Schauen wir uns das irgendwann mal an. Mein Pile of Game Shame. Mal sehen, wann ich dazu komme. So, das erste wirkliche Motorradrennen in meiner Sammlung. Gut, ich hatte schon eins, das war irgendwie fürs Mega Drive, ich weiß nicht mehr, ob das Monaco GP oder so hieß, aber ansonsten habe ich dann noch kein wirkliches gehabt, weil ich lieber Autorennen spiele, aber das sah jetzt nicht so schlecht aus, beziehungsweise es war ziemlich günstig, da habe ich mir mal Superbike GP mitgenommen für die PlayStation 2 und mal sehen, wie das ist. Die Screenshots sehen gar nicht so schlecht aus. War da ein Anleitung drin? Ja, ist alles drin. Anleitung, CD. Sieht ganz gut aus. So, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch gar nicht in meiner Sammlung habe. Und zwar ist hier die Rede von Colin McRae Rally 4 für die PS2. Und die Screenshots hier hinten, die sehen wirklich ziemlich gut aus für PS2-Verhältnisse. Wenn das nachher wirklich so ist, wie es auf den Bildern aussieht, dann muss ich sagen, ja, dann macht sich das echt gut. Und über 20 verschiedene Fahrzeuge und so weiter. Und das macht hier schon einen echt guten Eindruck. Es ist ja auch alles drin. Dickes Handbuch. Die CD ist, hat ein paar Fingerabdrücke, aber sonst ist da wirklich alles top in Ordnung. Keine Kratzer oder sowas drin. Und ich mag Racing Games und die Colin McRae-Reihe, die habe ich wirklich auch gerne gespielt. Ich weiß nicht, dass ich zum Beispiel den Teil 2 auf dem PC ewig lange gesuchtet habe. Ist einfach gut. Und dann habe ich einen anderen Racer mitgenommen, der wahrscheinlich das krasse Gegenteil von CMR ist, was die Qualität angeht. Wenn man da schon liest, dass es von Davilex ist und Davilex sind, glaube ich, die Macher des
Autobahnraser ist richtig, genau. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wo das hier hingeht. London Racer Police Madness heißt dieses tolle Spielchen und hat auch nur 50 Cent gekostet. Ist auch ohne Anleitung, aber auch hier, ja, die Disks sind in einem guten Zustand, es sind ein paar feine Kratzer drin, so Gebrauchsspuren, aber es sollte schon gehen. So, und da muss man dann eben als Cop die Verkehrssünder, ja, einholen, überholen, anhalten, bestrafen und so. Wie das aussehen soll, weiß ich noch nicht. Ich bin mal gespannt. Das waren die PS2-Games. Weiter geht's mit PS3. Und ich habe das nächste Game nur deswegen mitgenommen, weil der Titel sich schon so bescheuert anhört. Und der Preis hier drauf, der stimmt übrigens nicht mehr. Na, das kann ich später abzupfen. Auf jeden Fall, es featured Samuel L. Jackson and Kelly Hu und Ron Perlman, das sind ja alles bekannte Schauspieler, in Afro-Samurai. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss, aber das hörte sich schon so verrückt an. The Shadows Knows hat es übrigens für seine Xbox 360, glaube ich, mitgenommen. Und der wird dann wahrscheinlich irgendwann dann ein englisches Video dazu bringen. Und räche deinen Vater und werde die Nummer 1. Das steht jetzt auf Englisch, als gerade übersetzt. Na, ich bin echt mal gespannt. Dann haben wir hier ein Fighting-Game mitgenommen. Ich mag Beat'em-Ups, kann die aber nicht. Bei mir endet das meistens in wilden Button-Mashing und hoffen, dass was passiert. Und ich lerne da nur sehr langsam. Und ich gucke eigentlich lieber anderen dabei zu, wie die das zocken. Aber ich mag's Genre halt. Und da habe ich mir jetzt mal mitgenommen hier The King of Fighters 12 für die PS3. Und ich erwarte, dass es grafisch ganz nice aussieht. Also was ich hier auf den Screenshots auf jeden Fall sehe, das sieht schon ganz gut aus. Ich muss mal gucken, ob ich da Gameplay-Material finde, dann blende ich das da ein. Ne? Von dem her, ich hoffe, ich habe jetzt nicht so oft neben die Kamera geguckt. Ich muss mich da wieder dran gewöhnen. Die Verlockung ist immer groß, auf dem Monitor nebendran zu gucken. Ich merke, dass das einige Mühe haben, die auch YouTube-Videos drehen. Die gucken gerne mal so neben vorbei. Und ich hoffe, das kriege ich einigermaßen jetzt heute wieder in den Griff. Müsste ich eigentlich, ich bin ja schon alter Hase, was das angeht. Aber die Verlockung ist trotzdem manchmal da. Und dann, vor allem, wenn man eben gerade 700 Kilometer gefahren ist und hat noch die ganze Fahrt in den Knochen und ist eigentlich ziemlich fertig. Und ich mache ja nachher auch nichts mehr groß. Aber das wollte ich noch abdrehen, das Video, dass das schon mal gemacht ist. Da ist das jetzt gerade hier noch brandaktuell. Da stapeln sich hier meine Games. So, dann haben wir ein Western Shoot'em'up Game mitgenommen. Und es ist Call of Juarez Bound in Blood, also Blutsbrüder. Vielleicht kann mir der ein oder andere von euch zu diesen Titeln mal was schreiben. Ne? Taucht das was? Ist das gut? Habe ich da was Schönes erwischt? Ich vermute mal beim nächsten Game vielleicht nicht, aber ich bin halt ein großer Fan dieser Sportspiele, wo man mehrere Disziplinen hat. Und vor allem eigentlich in erster Linie Leichtathletik. Hier so Summer Games, Summer Edition, Track and Field, Daily Thompsons Olympic Challenge, was auch immer. Und ja, Winter Games natürlich, und da gibt es jetzt hier auch was. Da habe ich mal mitgenommen. Winter Stars. Es unterstützt zwar PlayStation Move Features, aber die sind kein Muss. Man muss keine PlayStation Move Controller haben. Die habe ich nämlich auch nicht. So sieht es übrigens aus. Und da sind hinten auch wieder ein paar Screenshots drauf. Ich weiß nicht, ob man die da so einigermaßen aus der Distanz sehen kann. Ja, und es hat wie viel Disziplin? 11. Hier steht wieder alles in Holländisch drauf, ne? Aber meistens ist es so, dass die Anleitung und so weiter auf Niederländisch oder auf Französisch ist oder so. Aber das Spiel selber englische Bildschirmtexte hat. Und von dem her werde ich da sicher irgendwie klarkommen, wie man das steuert. Es hat auf jeden Fall ein ziemlich dickes Handbuch. Ist das wirklich nur, ja, das ist da Französisch. Und da vorne ist es Holländisch. Leider kein Schweizerdeutsch. Ich habe ja mal überlegt, ob ich so spaßeshalber eine Folge auf Schweizerdeutsch go rette. Und dann mache ich Untertitel in Deutsch. Ich muss mal gucken. Hey, vielleicht wird das dann mein 1000 Abo Special Video. Ich habe noch, naja, Spaß. So, okay, das waren meine PlayStation Games.
Und jetzt baue ich hier mal ein bisschen um, damit wir hier gleich schön präsentiert die Commodore-Sachen vor uns haben. Und das mache ich dann mal so wie, wie ehemals oder noch Professor Pixel. Und ja, dann schauen wir doch mal. Ne? Ach, vielleicht mache ich vorher noch Folgendes. Und zwar, ich habe auch Zeitschriften ergattert. Und ist eine davon ist eine Channel-Spende vom guten The Shadows Knows. Der war nämlich auf der Amiga 34. Und die ist ja halt sehr, also nur dem Amiga gewidmet. Ich finde es eigentlich fand schade, dass ich selber nicht geschafft habe, da hinzukommen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Amiga 35 irgendwann nächstes Jahr. Und wenn die dann wieder 2 Tage geht, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, da auch mal hinzugehen, weil das reizt mich schon. Jedenfalls hat er da mitgenommen eine Sonderausgabe, nämlich des Amiga Jokers, 30 Jahre Joker und so weiter. Die hat er mir geschenkt. Und das finde ich natürlich schon ziemlich geil. Und ja, ach guck mal, da sind so Testberichte noch. Amiga Joker, so wie damals. Ich habe die damals echt verschlungen, die Magazine. Ich fand die immer geil. Und dann habe ich noch mitgenommen, so dass da kommt später. Ich habe einen Zwischenhalt gemacht auf dem Rückweg in Durlach, Karlsruhe im Real, weil ich da noch ein paar Sachen eingekauft habe, die man in der Schweiz nur schwer kriegt oder die da horrend teuer sind. Das ist mit Zeitschriften übrigens genauso. Die sind in Deutschland nur halb so teuer wie in der Schweiz, je nachdem, was es für ein Magazin ist. Das liegt aber nicht an der Schweiz, sondern das liegt an den deutschen Verlegern, weil die nämlich glauben, ja, Schweiz ist das Land, wo Milch und Honig fließen. Da können wir den Leuten, die unsere Magazine in Deutschland gerne gelesen haben, denen können wir da gerne mal das Doppelte abnehmen. Ja, ich würde jetzt gerne einen bestimmten Finger euch zeigen. Aber na gut, und dann müssen wir halt warten, bis man wieder nach Deutschland kommt und kann dann die Zeitschrift zum Normalpreis kaufen und nicht fürs Doppelte. Da habe ich mitgenommen die CT Retro. Ich bin normalerweise kein CT-Leser, aber in dem Moment musste ich zuschlagen, weil das Thema ist hier Amiga unter anderem. Versus Atari ST, aber nicht nur. Ja, hier sind MTX. Hier ist alles Mögliche drin zum Thema Retro. Oh, DDR. Mhm. Ja, und da habe ich jede Menge Lesestoff. Oh, Dungeon Master war ja auf dem ST erstmal Premiere und ich hatte es dann früher am Amiga und da war es mein allererstes selbst gekauftes Game am Amiga, Dungeon Master. Ich habe es leider nicht mehr. Das suche ich übrigens noch im Original. Ich habe es damals mit meinem Amiga 500, als ich den damals mitverkaufen musste, da habe ich den, habe ich das Game mitverkauft. Mittlerweile habe ich den Amiga ja schon lange wieder, aber das Game nicht mehr. Und natürlich, weil ich regelmäßig seit der ersten Ausgabe alle Ausgaben habe, die neue, also die aktuelle Retro-Gamer habe ich mir natürlich noch mitgenommen. Na, das kann man jetzt hier gerade besser zeigen, als wenn ich das da gleich alles so hinschmeiße. Ich habe zwar da noch was anderes, was ich dann gleich zeigen will, was auch ein bisschen größer ist, aber da gucke ich mal. Ich baue das Ganze hier jetzt mal ein bisschen um und dann bin ich gleich wieder da mit anderer Kameraperspektive. Also Switch! So, jetzt habe ich da mal ein bisschen umgebaut, damit man das hier nachher mal ein bisschen besser sehen kann. Ich habe also mir jetzt hier mal einen Cartridge geholt für den C64, nämlich Centipede. Und ich weiß, dass das läuft, weil der Verkäufer, der Marvin Druxma, der hat ganz viel Commodore-Sachen und der kauft die auch immer wieder auf von überall her und hat da ziemlich viel am Start gehabt. Und ich muss sagen, ich habe den größten Teil meines Budgets bei ihm gelassen und er hatte einen C64 da und da hatte das Cartridge dran gehabt und das hat er mir dann nachher überlassen, weil C64 als, Centipede als Cartridge, das hatte ich noch nicht. Und so Cartridge ist halt immer ganz praktisch. Du steckst es einfach nur rein, schaltest den C64 an und dann ist das Game sofort da. Und Centipede ist ja auch ein sehr schöner Klassiker. Den kann man sich auf jeden Fall mal antun. Ich das hier oben mal hin. Und dann habe ich also jede Menge Tapes mir besorgt, weil ich ja Datasetten habe, 2 Stück. Und ich habe ja auch schon mal Folgen gemacht. C64 Games am laufenden Band. Und da sind zwar momentan erst 2 Folgen draußen. Ich habe vor, mehr zu machen. Ich habe eigentlich auch schon mal eine längere Aufnahmesession gemacht, irgendwie so fast 4 Stunden. Das Problem ist nur, ich habe es irgendwie geschafft, diese Aufnahmen zu löschen. Und das hat mich maßlos geärgert. Das durfte ich alles nochmal neu machen. Und ich hatte aber da gerade Bock drauf, weil was ist nostalgischer, als die ganzen Sachen von Tape zu laden? Hier habe ich jetzt das nächste oder erste Tape-Game, was ich hier gerade mal geschnappt habe.
Brian Jacks Superstar Challenge von Ricochet. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, denn hier sind keine Screenshots dabei. Ich habe zwar hier das Tape, wenn ich das hier aufmache, dann sieht man aber mal, was es da wohl für Disziplinen gibt, wie zum Beispiel Armdrücken, Squat Thrust, weiß ich jetzt nicht, Kanufahren, Radfahren, Fußball, Swimming, Bogenschießen und 100-Meter-Lauf. Und das ist auch, glaube ich, so eine Joystick-Rüttel-Geschichte. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Und ich bin jemand, der diese Kassetten, dieses Tape als Medium, ich liebe das. Ich habe noch ganz viele Musikkassetten, die teilweise aber auch schon 30 Jahre alt sind. Ob die noch laufen oder nicht, ist eigentlich da mir egal, weil da hängen so viele Erinnerungen dran, Radiomitschnitte und so ein ganzes Zeug. Und ich mag das einfach als Medium und auch so haptisch. Ich mag die Tapes einfach. Und deswegen habe ich die mitgenommen jetzt und die werden dann irgendwann mal alle in der Datasette landen und dann gibt es hoffentlich da entsprechend Videomaterial. Ich lege das mal dahin, damit es nicht so blendet. Das nächste scheint ein Shooter zu sein, der unter Wasser spielt. Das nennt sich Aquanaut. Jetzt muss ich mal eben gucken, weil meine Kamera, glaube ich, hier gerade so ein bisschen spinnt mit dem Fokus. Und das ist das, was ich jedes Mal wie die Pest hasse an dieser Kamera. Wenn die jetzt nicht scharf stellt, muss ich es anders machen. Ja, ich muss da mal einen technisch bedingten Schnitt machen, denn so wird das nichts. So, ja, wenn ich Pech habe, dann muss ich hier immer wieder schneiden und nachfokussieren. Das ist was mir bei der Kamera mal so richtig auf den Sack geht. Jedenfalls das Game nennt sich Aquanaut. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut sehen von der Seite. Und hier sind auch ein paar Screenshots. Ich hoffe, die kriege ich mal hier einigermaßen zu sehen. Tief unten im Meer bewegt sich was. Und Sie in Ihrem Aquanaut-Unterseeboot müssen das Meer durchstreifen und unseren Planeten retten. Ja, und da unten ist dann irgendwie alles mögliche Kropfzeug, auf das man dann ballern muss und so weiter. Wenn man das so besser sieht, weil so spiegelt es ja weniger. Ja, sind auf jeden Fall ein paar Screenshots dabei. No, von wem ist das eigentlich? Powerhouse. Sag mir nix. Gut, weiter geht's. Ein Quelle-Soft-Game auf Kassette. Bis jetzt bin ich erst nur so auf Quelle-Soft-Games gestoßen beim Atari 2600. Da gibt es ja ziemlich viele Quelle-Games und die eher so in nicht so guter Qualität. The Shadows Knows meint, dass es aber für ein Quelle-Game ziemlich cool sein soll. Die Rede ist hier von Helikopterjagd als Tape. Ich weiß nicht, ob da irgendwo Bilder drin sind. Also, komm raus. Man sieht zumindest, wie es gesteuert werden soll. Aber ansonsten, ja. Ich muss mal gucken, wenn ich Screenshots finde, dann blende ich die auf jeden Fall hier auch mal kurz ein. So, das nächste scheint so eine Art Space Shoot'em Up zu sein und ich liebe Shoot'em Up Games. Invasion nennt sich das hier. Und das Cover sieht eigentlich schon ganz nice aus. Bulldog Software. Ich bin mal gespannt, ob das was taugt. Kann man das hier auch mal aufmachen, dass man vielleicht die Screenshots so ein bisschen besser sieht. So könnt ihr euch da vielleicht ein Bild von machen, wie das so aussehen könnte, das Ganze. Weiter geht's mit einem weiteren Shoot'em Up. Dieses nennt sich Penetrator. Und das ist so was Ähnliches wie Scramble. Also man fliegt durch ein Höhlensystem offensichtlich. Ich mag diese Art Games ja, auch wenn die teilweise recht schwer sind. Aber ich glaube, man kann das hier ganz gut erkennen. Ne? Man sieht da so ein Höhlensystem, wo man da von links nach rechts oder so durchfliegt. Und so ähnlich eben wie bei Scramble, wo man dann eben feindliche Basen oder was da so stationiertes wegbratzen muss. So, dann habe ich ein Value Pack. Da sind 4 Games drin. So, halte ich es mal da rein. Und zwar namentlich, was haben wir da? Herbert's Dummy Run, Black Hawk, Slurpee und Mad Doctor. Ich habe keine Ahnung, was das für Games sind. Da ist auch irgendwie nichts weiter drin beschrieben oder so. Nee, da haben wir nichts weiter. Keine Bilder. Nur eben, glaube ich, wie man das steuert. So richtig Bilder, Screenshots sind hier keine. Das mal so ein bisschen hier so her. Ja. So, weiter geht's mit einem weiteren Shoot'em Up. Das sieht so ähnlich aus wie dieses Invasion. Na, bin mal gespannt. Also zumindest von den Screenshots. Nennt sich Darkside, kommt auch von The Powerhouse. Na, so kann man es hoffentlich einigermaßen sehen. Darkside. Und da sieht man oben, die Screenshots sind so ähnlich wie das Game gerade so davor.
Und ja, ich stehe total auf sowas. Da sind noch so ein paar Aliens drauf oder so. Aha. Hier drin ist es auch nice gemacht, mal ausnahmsweise. Da hat man jetzt wirklich mal ein ganz nices Inlay dann auch dazu. Cool. Ja gut. Ich hoffe natürlich, dass die Tapes sich noch laden lassen. Das wäre natürlich sehr schön. So, dann habe ich hier ein weiteres Game, von dem ich keine Ahnung habe, ob es was taucht. Es kommt vom Melbourne House und nennt sich Fighting Warrior. The Shadows Knows meint, das ist ziemlich scheiße. Aber ich habe ja ein Motto, das nennt sich auch, Scheiß Games eignen sich für lustige Videos normalerweise. Und da hat man auch nochmal ein paar Screenshots. Noch klappt er hier nicht rum mit der Schärfe. Ja, gut. Was können wir noch anbieten? Ja, Count Dacula in No Sex Please, We're Egyptian. We are in, ja, da. Also es ist ein nettes Wortspielchen. Ich finde das Cover nice. Ich habe die Serie ganz gerne geguckt früher. Graf Dacula. Der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ja genau, hier hat man nochmal ein paar Screenshots. Also es sieht so ein bisschen aus wie ein Plattformer. Wird sich zeigen. Ja. Da bin ich mal neugierig. Ich hoffe, ihr seid es auch, wenn es dann irgendwann mal läuft. Dann habe ich hier 4 Games auf einer Kassette und alle von den Codemasters. Quattro Combat Pack. Thunderbolt, SAS Combat Simulator, Ninja Massacre und Arcade Flight Simulator. Ninja Massacre, das klingt ja schon nach was. Leute, Leute, da haben wir jetzt auch mal, das sieht ja so teilweise aus wie Gauntlet, das Ganze. Arcade Flight Simulator ist da unten. Ninja Massacre sieht wirklich wie Gauntlet aus. SAS Combat und Thunderbolt. Ja, ich bin mal gespannt. Es macht einen vielversprechenden Eindruck, ne? So, da kommt noch ein bisschen was. Das nächste, was ich da habe, nennt sich Pekka Kuda. Und das scheint auch irgendwie so unter Wasser oder so zu spielen. Rabbit Software. Ja, irgendwie so. Habe ich noch nie was von gehört. Rabbit Software sagt mir jetzt im Moment nichts, aber lassen wir uns überraschen. Kommt da schon ein bisschen was zusammen hier. So, das nächste ist eine ziemlich interessante Doppelkassettenhülle. Das irgendwie geht auf. Sind 2 Kassetten in einer Box. Unter anderem China Miner und Siren City. Und das Cover von China Miner habe ich hier so, sieht's aus. So, da kann man sehen. Und Siren City, keine Ahnung. Ich habe nicht den geringsten Plan, was man da machen soll. Aber ich lasse mich überraschen. Irgendwie geht das nur ganz schwer auf. Weiß nicht, wo hier der Trick ist. Na gut. Kriege ich noch raus, hoffentlich ohne das Ganze zu zerfetzen. So. Noch nicht ganz sind wir durch. Ein Tape-Game habe ich, das muss man auf jeden Fall haben in seiner Sammlung, Llamasoft, nämlich Attack of the Mutant Camels. Das ist mal in einer ganz anderen Hülle drin, mal ganz interessant. Nicht die normale Tape-Hülle, wie man sie so kennt, sondern in so einer Hülle ist es drin. Leider ist es ohne Handbuch, aber ich denke mal, da muss man auch nicht so viel wissen, um das zocken zu können. Und jetzt kommen wir zu einer größeren Box. Da mache ich jetzt doch mal hier ein bisschen Platz, so da zumindest. Und zwar International Arcade Action. Das geht aber erst, wenn ich hier wieder einen technisch bedingten Schnitt gemacht habe. Ich glaube, ich habe schon mehrmals erwähnt, dass mir meine Kamera langsam ganz schön auf den Sack geht. Ich habe aber auch keinen Bock, nochmal irgendwie 400 Euro für eine neue... für einen neuen Camcorder auszugeben. Deswegen hoffe ich, dass sie sich jetzt mal langsam einkriegt. Auf jeden Fall haben wir hier eine Box, die nennt sich International Arcade Action. Und da sind 50 Games auf Tape für den C64 drin. Und hier hat man zumindest hinten mal ein paar Screenshots. Da unten steht auch was auf Deutsch. Was haben wir denn da? Die International Arcade Spielesammlung enthält 10 Spiele und 2 Disketten für einen Amiga. Und die International Arcade Action Spielsammlung
enthält 50 Spiele für ihren Commodore 64. Und genau die halte ich hier in meinen Händen. Und hier sieht man jetzt mal ein paar Screenshots, die ja so aussehen, als seien sie an diverse Arcade-Klassiker angelehnt. Aber was, ich denke mal, das ist so eine Billigvariante oder so. Auf jeden Fall habe ich hier ja eigentlich zwei Kassetten drin. Und interessanterweise auch, da ist noch eine, die ist nur einseitig bedruckt. Und ich habe aber zweimal die gleiche Anleitung da drin entdeckt, merkwürdigerweise. Und es ist noch der Original-Sticker drin, Wicked Software. Das finde ich noch, sowas finde ich immer ganz cool. Ich finde es auch immer ganz cool, wenn es irgendwelche Notizen oder sowas von meinen Vorgängern gibt. Und das habe ich nämlich hier. Da hat nämlich jemand, so wie es aussieht, schon von der, von den Discs, oder ach Quatsch, Discs, von der Datasette die Bandnummer, die Bandposition vom Bandzählwerk notiert, dass man dann weiß, okay, an Position so und so ist das und das Game und hier ist eben mal die Liste der Games, die da jetzt da drauf sein sollen. Ich mache das mal so in die Kamera, dass wenn ihr das genauer lesen wollt, dann müsst ihr das mal hier pausieren und dann könnt ihr euch das mal angucken. Was ich sagen muss ist, so auf die Schnelle sagt mir eigentlich fast keins von denen vom Namen irgendwie was. Ich denke aber mal, wenn man die startet, dann denkt man so, ach ja, das ist das, aha, ja gut, alles klar. So sieht das aus. Und da ist halt nochmal so eine Ladeanweisung und alles dazu, beziehungsweise es ist dann in verschiedenen Sprachen. Hier steht auch drin, was für Games das wären, wenn es die Disc-Version gewesen wäre. Und ich habe das komischerweise zweimal, das Handbuch. Es steht auch beides mal, glaube ich, das gleiche drin. Also hier ist, glaube ich, genau dasselbe. Da haben wir das nochmal so auf... Ja, das ist genau das Gleiche. Sehr merkwürdig. Aber gut, warum ich das doppelt da drin habe, weiß ich nicht. Aber doppelt hält besser. Manchmal habe ich zu wenig Anleitungen und manchmal habe ich zu viele. So, jetzt räume ich das mal zur Seite, denn jetzt gehen wir rüber in den Amiga-Sektor. Ich habe ja auch ein paar Amiga-Sachen. Nicht allzu viele, aber denke mal, ich hoffe mal, dass er jetzt hier das scharf stellt, das Ganze. Wenn nicht, darf ich das nämlich schon wieder schneiden. Oh, diese Kamera. Okay. Ja, ich hoffe, so geht's einigermaßen. Bubble Dizzy habe ich jetzt hier. Allerdings nur ein bisschen dizzy. Jetzt reicht's mir. Jetzt muss ich hier mal von Hand raus fokussieren und wieder rein. Mal gucken, ob er es dann... Da war es gerade. Ja, genau. So, so bleibt es hoffentlich. Dizzy. Und zwar ist das so eine Art Plattform, Jump and Run, wo man auf so Seifenblasen oder was nach oben hüpfen muss von unten. Muss wahrscheinlich noch irgendwelche Extras einsammeln und so weiter. Das ist ein Codemasters-Game. Und ich mache das hier mal auf. Da habe ich hier einmal die Amiga-Diskette drin. Das sollte eigentlich auf meinem Amiga 500 ohne Probleme auch laufen. Dann haben wir hier die üblichen Verdächtigen, die Anleitung. Interessanterweise wird der Fire-Button wohl nicht gebraucht, wenn ich das richtig sehe. Ladeanweisungen für den Amiga. Und so weiter. Dann noch die Geschichte dazu. Na, die interessiert meistens nicht. Aber was hier noch ganz lustig ist, hier ist noch das Originalposter mit drin. Muss mal gucken, ob ich das Format füllend hierhin aufkriege. Zumindest haben wir hier schon mal die obere Hälfte. Jetzt blättern wir den Rest auch noch auf. Ja, okay. Ich finde, ist doch nice to have, das Poster hier. Vielleicht klebe ich mir das an meine Hardware-Schranktür. Muss ich mal gucken. So, da haben wir auf jeden Fall das Ganze. So, fummeln wir das mal hier wieder rein. Und ich bin mal gespannt, was das für ein Gamechen ist und ob es Spaß macht. Das wird sich dann ja noch zeigen. So, dann haben wir als nächstes eine weitere, ja, eine Spielesammlung für den Amiga. Und zwar World Beaters Giants. So sieht die Box aus und die ist eigentlich auch noch in einem ganz guten Zustand. Und sie beinhaltet als previously unreleased, bisher nie veröffentlichte, also damals jedenfalls, Version von 1943. Und da haben wir hier drauf verschiedene Games, und zwar einmal Outrun, wobei ich meine, die Amiga-Version wäre gar nicht so toll. Besser ist dann natürlich dann schon die Version von Gauntlet 2. Dann haben wir hier eben das angepriesene 1943 und Street Fighter in der
Amiga-Version, wobei ich meine auch, dass die ziemlich bad ist. Aber ich, wie ich schon mal sagte, auch Bad Games eignen sich für nice Videos. Da haben wir die Discs Street Fighter und Giants und Outrun und ja, Gauntlet. Und da ist dann auch Gott sei Dank das Handbuch, da liegt hier mit drin, ne, so dass ich nachgucken kann, wie sich der ganze Kram steuert. Und die Box ist noch in einem gut erhaltenen Zustand. Und ich freue mich drauf, das mal irgendwann auszuprobieren und für euch zu zocken. Und damit ihr ein Bild davon habt, was sind das für Games, was taugen die? So. Ha. Das nächste ist auch wieder so eine Geschichte, da habe ich leider kein Handbuch mehr dabei. Aber die Box fand ich interessant. Und zwar, ja, eigentlich ist das dieselbe Firma, die jetzt diese 50 C64 Games da in der Box drin hatte. Da haben wir jetzt hier 100 Amiga Games in dieser Box. Big 100, die Super 100. Und die Box ist ja schon ganz nice und bunt. Drin liegen 7 Amiga-Disketten und nichts weiter, deswegen mache ich das jetzt nicht auf, weil es sind nur 7 Amiga-Disketten drin. Da steht dann hier die Dingsbox 100 Disk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und hier hat man aber mal auch ein paar Screenshots. Fun Factory, Deathbringers, Pool, Zerg. Und jetzt sollen also wirklich 100 Amiga-Games auf den Discs sein. Man kann sich vorstellen, 100 Amiga-Games verteilt auf 7 Disketten, das wird wahrscheinlich alles irgendwie so Public Domain oder sowas sein. Also ich erwarte jetzt da keine hohe Programmierkunst. Wobei ich dann sagen muss, Hauptsache es macht Spaß. Das ist ja immer das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Denn da kann auch hohe Programmierkunst schon mal versagen und das Game macht trotzdem keinen Bock. Ja, verleitet zum Löschen oder so. Jedenfalls das da. Und das letzte, näher noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe hier noch eine CD-ROM. Und zwar diese hier. Amiga Sensation Golden Games 1000 Top Games, 500 MB Action, Fun and More. Die sind hier drauf. Stefan Ossowskis Schatztruhe war ja damals ganz bekannt, so für Public Domain oder für Games verkaufen und so weiter. Und von diesen Top 1000 Games, da sollen eigentlich schon die meisten direkt ohne Zusatzprogramme, hier steht's, dass die Spiele direkt startbar sind. Zumindest sollen an die 600 Games direkt startbar sein, von der CD aus. Und die anderen kann man dann zumindest aber in die RAM-Disk entpacken und dann starten oder so. Also hier steht es irgendwie. Und da sind alle möglichen Genres drauf. Dummerweise auch Demos von kommerziellen Games. Aber ja, man sieht es hier. Die Klassiker der... Da haben wir es. Rasante Jump-and-Run, actiongeladene Shoot-em-ups, Demo-Version kommerzieller Spiele, Klassiker der Denkspiele, faszinierende Brett- und Kartenspiele, spannende Adventure- und Rollenspiele sowie dazu passende Tools, systemkonforme Workbench-Spiele und außerdem Editoren, Zusatzlevel, Spiele, Lösungen, Hilfestellungen, Tipps und Tricks, Patches, Source-Codes, Gags und vieles mehr. Und das klingt nach einer interessanten Disc, vor allem, weil ich ja ziemlich viele CD-ROMs habe und dann ist es wahrscheinlich einfacher, statt auf den einzelnen CD-ROMs kreuz und quer zu suchen, werde ich mir wahrscheinlich mal irgendwann demnächst die hier vornehmen, wenn es dann mal wieder heißt, der CD-ROM-Treiber, was ja auch ein Format ist, was ja sporadisch kommt, so wie eben jetzt Floppy Discovery ja auch nicht mehr regelmäßig kommen wird, sondern immer mal. Und so ist es ja beim CD-ROM-Treiber auch, den habe ich ja nie kontinuierlich rausgehauen, sondern immer mal. So, das letzte Amiga-Game ist Sealed. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ich werde es tun. Ich werde diese Verpackung aufreißen, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen von euch schmerzt und sagt, das kannst du doch nicht machen, das ist doch noch sealed. Ich habe die Games nicht gekauft, um sie mir sealed im Regal vollstauben zu lassen, sondern weil ich die zocken will. Und hier ist die Maus required bei diesem Game, weil bei Beastbusters, so nennt sich das Ding hier, von Activision, da handelt es sich nämlich um einen Fadenkreuz-Shooter. Ist übrigens für alle Amiga-Modelle Kickstart 1, 2 oder 1, 3. Und hier seitlich sieht man eben auch
Amiga 500, Amiga 1000 und auch für meinen Amiga 2000 sollte das lauffähig sein, aber ich werde es wahrscheinlich auf dem Amiga 500 mit der Maus zocken. Hier unten sieht man mal ein paar Screenshots und ich denke mal, ja, man kann da schon erahnen, dass es am besten mit der Maus steuerbar ist und das wird so ein Fadenkreuz-Shooter sein. Was genau? Ja, wie gesagt, da werde ich das dann irgendwann mal live öffnen. Wir machen da mal ein Unboxing draußen, dann gucken wir mal, was da alles drin ist. Und hier steht nicht zufällig, von wann das ist. SNK Corporation License to Activision. Interessant. Aber hier steht jetzt gar nicht, von wann das ist. Naja, vielleicht ist es ja im Game. Ne? Okay, da habe ich hier mal so ein paar Sachen liegen. Damit kann man das Ganze, denke ich, dann auch... Ah, nee, man kann es noch nicht abschließen. Und zwar, ich habe noch eine Sache, die ich nicht auf der Börse gekauft habe. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen Platz machen. Und zwar habe ich mir nochmal zusätzliche Hardware bestellt für mein ZX Spectrum. Das Krasse ist, ich habe mittlerweile mehr Geld für externe Hardware ausgegeben, als was man jetzt so für ein 48K ZX Spectrum bezahlen würde. Aber ich liebe das Teil einfach mittlerweile und jetzt muss ich doch mal her damit. Komm her! Ich habe Post bekommen aus England. Teure Post, muss ich sagen, weil ich durfte nochmal 26 Franken, das ist ungefähr das auch in Euro, ja, sagen wir mal so 23 Euro oder sowas, an Zollgebühren latzen für das Teil, welches eigentlich einen Warenwert hat von ungefähr 70, 80 Euro. Das heißt, ich habe ungefähr 100 Euro für den Spaß bezahlt, aber ich habe es mir jetzt gegönnt. Und zwar, weil, wenn nostalgisch, dann richtig. Ich habe zwar einen SD-Kartenleser da und ich habe HDMI-Output und so. Also über HDMI kann ich die Sachen auch ausgeben. Aber der SD-Kartenleser, der liest halt das bestimmtes Format nicht, das sogenannte TZX-Format. Und da gibt es aber was. Das ist im Grunde ein Kassettenplayer für den ZX Spectrum, welches dann per SD-Karte dieses ZX Spectrum Format-File ja, lädt und dann eben Tape simuliert. Und die Rede ist, lange Rede, gar keinen Sinn, ich packe das hier mal aus, wir haben hier ein Audio-Kabel, denn dieses Kabel geht von diesem Device in den Spectrum. Dann haben wir hier noch das entsprechende Netzteil. Das ist glücklicherweise ein ganz normales EU-Netzteil. Das passt also hier in jede Steckdose. Und da haben wir das Teil selbst. Das nennt sich Maxduino. Jetzt wollen wir das mal auswickeln hier. Ich habe es noch nicht getestet. Werde ich aber jetzt demnächst mal tun, sobald ich die Zeit finde. Und das ist im Grunde wie ein Kassettenplayer. Man kann sich das hier schon vorstellen. Play, Stop, ja, Up, Down oder Vorwärts, Rückwärts und Back. Und dann hat man hier im Display hat man das File. Und hier hinten ist der Stromanschluss und der Audioausgang. Und ich muss wirklich sagen, das Ding ist echt mega geil verarbeitet, wirklich sehr hochwertig, sehr edel. Das ist nicht so ein billiger 3D-Print oder so, sowas könnte man natürlich auch kriegen, dann ist es ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt diesen cremefarbenen hier. Ich habe ihn eigentlich in schwarz bestellt, aber dann meinte der Verkäufer oder derjenige, der die Dinger baut, ja, sorry, tut mir echt leid, ich habe da einen Fehler in der Lagerverwaltung und schwarze habe ich im Moment nicht, die kommen erst in 2 Wochen. Ich habe noch weiße da, wäre das auch okay? Und dann denke ich mir so, die Farbe ist mir doch sowas von scheißegal, hauptsache das Ding funktioniert. Und ich muss sagen, es sieht auch in der Farbe ganz edel aus und ich kann es kaum erwarten, das dann mal an mein Spectrum anzuschließen und dann praktisch so zu tun, als würde ich von Tape laden, weil ich mag beim Spectrum einfach diese Loading Screens. Die sind da ganz cool und ich mag diesen Sound, wenn er das lädt und das mit dem Balken, so wie beim C64 vom Tape laden. Und da lasse ich mich halt gerne überraschen. Und dann kriege ich diese Files auch ans Laufen, weil wie gesagt, TZX läuft nicht von dem SD-Kartenleser. Ich müsste sie umwandeln in eine Audiodatei, in eine Wave-Datei. Das habe ich probiert, dann habe ich die auf einen MP3-Player gezogen und von da versucht einzulesen. Das geht soweit nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass beim Umwandeln ins Wave-Format wohl teilweise Fehler passieren und dann wird es nicht richtig übertragen. Und wenn ich diese fehlerhafte Datei aber, oder wenn ich das Original-TZX-File
dann in PC einlade über einen Emulator, da startet sofort. Das heißt, irgendwas muss bei der Umwandlung schiefgelaufen sein. Und hiermit sollte das jetzt dann demnächst Geschichte sein. Sehr nettes Device. Und jetzt bin ich wirklich durch mit allem, was ich mir so da besorgt habe. Die Börse war wirklich cool wieder und für nächstes Jahr ist auf jeden Fall wieder gesetzt, dass Nase und ich da hinfahren. Und das ist eine ganz angenehme Location, macht Spaß und vor allem es ist Commodore-Zeug da, was sonst eher weniger zu finden ist auf den Börsen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt, zock mal wieder Mythomaniac, lasst mir ein Like da oder noch geiler ein Abo meines Kanals, damit wir vielleicht endlich mal zumindest die 800 oder vielleicht dann irgendwann mal auch an der 1000 schnuppern können. Und ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es heißt, zock mal wieder, was auch immer da kommt. Also, ciao, macht's gut, ihr Lieben, bis denne, Mythomaniac.